Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, wo gehen wir jetzt hin? Ist eine gute Frage. Wir könnten hier zumachen, machen hier die Generatorecke. Wäre noch eine Idee, dass wir hier sagen, zu. Zu. Dann brauchen wir aber das hier. Holz. Lass mich raten. Ja, wurscht, aber da können wir es herhängen. Dann ist allerdings die Frage, wie kriegen wir den Strom da um? Da wäre ich jetzt fast dafür, dass wir sagen, machen wir das so. Okay, dann lassen wir das mal da stehen. Also darunter bräuchte ich mal Schalter. Brauche außerdem das Stromtool. Danke. Und was ist, wenn ich da quasi eine Verbindung mache, die ist aber dann auf Scheißhöhe. Warte ein bisschen. Oh, mein Gemüse ist auch schon wieder fertig. Geht ja nicht wegen dem da, ja. Komm, Muni mit, kann das sein? Shit.
Wenn ich nicht in der Nähe bin, macht ja da nichts. Was ist das jetzt? Nein. Okay. Gut, also was ist, wenn wir das so machen? Wir leiten Strom quasi da heroben. Das war er dann, dann bräuchten wir hier einen Schutz. Ah, geht ja nicht. Das geht ja nur bis daher, genau. Aber warte mal. Ich könnte es anders machen. Nämlich nicht da. Ich bringe euch dann gleich wieder. Ja, es passt schon. So. Was ist, wenn wir sagen? Das war dann da. Da
könnten wir eins runtergehen, da könnten wir noch eins runtergehen. So hat er geklopft, gut. Lass mir das erstmal wieder nehmen. Geht nicht, gut, aber... Lass mir da sagen. Aha. Okay, das ist da drauf. Okay. Bin gespannt, wie weit das gut geht. Bist du hier? Gut. Jetzt habe ich meinen Haxen gebrochen. Gut. Nein, jetzt machen wir noch. Erstmal müssen wir den Haxen verdoktern. Danke. Alter, neue Scharen. Kann aber nicht geschrien haben. Noch einer runter. Das müsste aber passen.
Gut. Das würde passen. Okay. Gut, wenn wir das so machen, dann brauche ich hier aber auch noch was. Warum? Weil da die Stromleitungen hier drauf kommen. So. Da noch nicht. Das können wir noch alles so zumachen. Genau. Das war quasi der Vektor. Und dann wäre die Frage, wenn wir es so hoch machen, dann können wir durchlaufen und wir können drüber. So, machen wir es so. Eine gute Idee. Ich meine, es ist zwar scheiße, die, aber mir fällt gar nichts Besseres ein. Meine Stromleitung zu schützen. Jo. Ich habe so ein leichtes Déjà-vu. Hatten wir das nicht gerade eben erst? Hier hat leider eh schon vorher brüllt. Kommt noch mehr. Irgendeiner davon ist schon wieder leer. Da kommt noch mehr. Da kommt noch eine Schreierin. Muss ich nachher rüber. Thank you.
Da ist die nächste Schreierin. Aber die hat leider gebrüllt. Die auch. Können Sie jetzt aufhören? Nein, noch nicht. Gut. Heißt die nächste. Da ist die nächste. Okay, Moment. Aber jetzt entspringst du einer. Thank you.
Oh, okay. Also geht ja nicht, ja. Da war ja was. Ich hole jetzt mal Sprengstoff. Bringt ja nicht. Alter. Nimm mit. Okay.
Alter, da kommen die nächsten. Okay, Houston, we have a problem. Wir müssen hier mal weg. Ja, das hatte ich befürchtet. Genau das. Wir müssen jetzt mal außerhalb der Reichweite. So nicht, liebe Zombies. So nicht. So. Müsste eigentlich schon reichen. Gut, ich muss mir da was anderes überlegen als Parkgarage. Ja, dachte ich, das reicht. Das reicht offensichtlich noch nicht. Gut. Ah, kommt's mit. So, dann fahren wir mal ein bisschen Richtung Norden. Richtung Westen. Eigentlich wollte ich nur nett verkabeln. Eigentlich. So. Nachladen. Wenn die jetzt wieder nicht wechseln, müssen wir irgendwie so klarkommen.
Komm, reparieren. Nachladen. Das war jetzt mal ein Teil. Na komm, hier rein. Da liegt Loot, den wollen wir haben. So. Okay. So, jetzt reicht's aber mit Verbinden, ja? Okay. Shit. Komm es an. Haben da überhaupt einen Zombie rein? Gut. Schon wieder voll. Ja gut, ich bin ja noch voll. Könnten wir einstweilen nochmal das da eine tun? Danke. So, wunderbar. Eigentlich wollte ich nur noch verkabeln und sagen, fertig. Ja, nee, ist klar. Cool, da war er drinnen. Okay, gut. Stehe. Shit, ich habe keine Dinger mit. Gut. Okay, da war mal offen. Da haben sie mal die Klappe zusammengekaut. Da fehlen überhaupt die Klappen. Da unten fehlt alles. Das mit diesem Tor war zwar eine nette Idee, wird aber erstmal nicht stattfinden. Das ist sinnlos so. Wäre zwar ganz nett, wenn man hier reinfahren könnte, aber vergiss es. Ihre Dame ist mal logischerweise auch zusammengehauen. Ah ja, wichtig.
Batterie, die Motoren raus, dann hab klar. Na, aus. Ich meine, ich könnte zwar noch so ein Tor bauen, aber vergiss es, dadurch überlaufen sie mich immer dann von hinten. Demnach bräuchte ich theoretisch die Türe dann hier gar nicht mehr. Gut, das war mal Punkt 1. Punkt 2. Dafür brauche ich jetzt auch das mit. Haben wir noch Klappen? Eisen, oder? Nehmen wir sicherheitshalber auch mit. Ich habe keinen Platz mehr. So. Ich habe kein Eisen mit, okay. Guter Hinweis. So. Ich hab die doch auch mitgenommen, Alter. Gut, egal. Da fehlt Nummer 2. Kopie. Vision. Gut, könnten wir da unten mal durchgehen. So, und zwar von hier anfangen. Gut. Neun. Zu viel zum Strom verlegen. Also.
Gut. Gut, da kommt mal eine her. Da kommt auch eine Klappe her. Wenn sie so erschaut, geht sie so auf. Okay. Das ist daher. Das ist Wäsche. Machen wir es halt so. Gut. Da. Gut, dürfen wir jetzt da unten nochmal kurz durchschauen. Das ist wurscht. Wollen sie eh nichts. Da wollen sie durch. So, die unteren zwei sind mal alle aufgewertet. Hier übrigens auch bitte, danke. Gut. Das da, weil es da durch müssen. Das war schon wieder. Okay, gut. Stahl. Gut, dann holen wir noch ein bisschen Stahl. Ist ja nicht das Problem. Warum allerdings gerade da, verstehe ich nicht. Aber okay. So. Okay. So.
Gut, so. Könnte man sich jetzt um die Stromversorgung kümmern? Ich habe so ein gewisses Déjà-vu. Ich würde sagen, das war's für heute. Also, ein Tag vertan mit nichts und ich würde sagen, morgen machen wir weiter mit. Wir verlegen Kabel. Ich muss nur unbedingt einmal da drüben aufmachen, fällt mir gerade ein. Das sieht schon besser aus. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.